Guten Quatsch Hamburg mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Eure Radio Hamburg Comedy Show. Der guten Quatsch. Jeder 10. Friseur steht vor dem Aus. Die Gründe, viele haben sich in der Pandemie eine praktische Corona-Frisur zugelegt und natürlich die Inflation. Beim Friseur wird offenbar zuerst gespart. Warum das ein großer Fehler ist, erzählt uns Olli Hansen. Peter Thorin, Kumpel von mir aus dem Büdels, meinte letztens zu mir, er hätte keinen Bock mehr, so viel Kohle beim Friseur abzulatzen. Er würde das Geld jetzt lieber vertanken. Daraufhin hat er sich im Netz einen Kopfhaar- und einen Barthaarschneider bestellt. Dazu ein Schwenkspiegel, den man so in 1000 Richtungen wegklappen kann, wo du sogar deine Pohaare sehen kannst, ohne dich bücken zu müssen. Weißt, wie ich mein? Ja, zu viele Bilder, Olli. Kannst du den Teil überspringen? Gerne. So, pass auf. Nachdem das Equipment ankam, hat Torde erstmal 2 Tage YouTube-Videos zum Thema selber Haare schneiden geguckt. Ist ja auch nicht schlecht so als Vorbereitung. Als Montag früh alle Akkus geladen waren, wollte er in seiner Küche loslegen. So, wir sitzen abends im Büdels. Wer kommt nicht? Torde. Zweiter Tag, wer kommt immer noch nicht? Torde. So, ich also hin zu ihm, klingel. Die Tür geht auf, aber nix von Torde zu sehen. Ich höre ihn nur durch die geschlossene Küchentür sagen, Olli, ich lass dich nur rein, wenn du mir versprichst, dass du nicht lachst. Ja, ich ihm das also versprochen. Leute, ihr glaubt das nicht. Ich komm da rein, ich denk, was das denn? Sitzt da ein Wesen, das aussieht wie Chewbacca mit kreisrundem Haarausfall. Wie ein Alpaka im Fellwechsel. Das war keine Frisur, das war ein Attentat. Selbstverstümmelung. Ein Mottenteppich aus Fleisch und Blut. Apropos Blut, seine Ohren waren komplett mit Klopapier eingewickelt. Ich also seinen Stammfriseur Ahmed angerufen und einen Termin gemacht. Alles in allem hat ihn der Spaß jetzt 177 Euro gekostet und die Tierarztkosten für Tiffy, sein Meerschweinchen, an dem er den Langhaarschneider vorher ausprobiert hatte, sind da noch gar nicht mit drin. Also Leute, geht zu Profis, lasst die das verdienen. Peter, lass so machen, wenn wir im Büdels aufhören, Torde mit seiner Do-it-yourself-Geschichte zu verarschen, melde ich mich noch morgen, habt ihr das exklusiv, okay? Ja, vielen Dank, Olli Hansen. Kurznachrichten mit Jessica Buchmeister. Gedämpfte Hoffnung. Experten bestätigen, dass deutsche Panzer aus Altbeständen schon in ihrer Zeit bei der Bundeswehr nix auf die Kette gekriegt haben. Erektionsstörungen. IT-Experten empfehlen, alles komplett wieder runterfahren und dann Neustart machen. Sensation, erstes Playboy-Model sagte nach dem Shooting, sich vor diesen Arschgeigen auszuziehen, war furchtbar beschämt und die Fotos sind auch echt mega peinlich geworden. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von... Unterschätzte Kübelpflanzen. Heute Bigutaria alensis, die Pfahlstaudenbegonie. Das war's von uns, wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie doof, wir sind es schon.